Hallo und herzlich willkommen zurück zu Toonstruck. Ja, wir stehen hier immer noch an der Fütterscheuche und die hat uns gebeten, neue Klamotten zu besorgen. Und das wollen wir jetzt mal schauen, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Wir gehen mal zu diesem Stall. Ach, was haben wir denn da Schönes? Ein Schäfchen, eine Kuh und ein altes Pferd. Das Pferd sieht ja geil aus. Erstmal alles genau anschauen. Was ist denn das? Turbo Butter? Melktronic 2000. Oh, wow. Okay, wir quatschen mal mit Hallo, der meine Kuh. Damen. Psst, mal! Lass mich das machen. Ich bin ein Genie, was Fremdsprachen angeht. Muhu! Muhubidu! Huba Huba! Ringetingting! Kawabunga! Sprechen Sie mit uns? Ja, Ringetingdong. Oh, ihr wollt bestimmt etwas Butter. Aber es tut mir leid, keine mehr da. Überhaupt keine? Butter? Nein, wir... Wisst ihr, der Turbobutterer ist kaputt. Kaputt? Hey, kein Problem. Ich weiß, wie hart euch das treffen muss. Ohne Butter ist das Leben ja kaum lebenswert. Ganz Niedlingen trauert um meine reine, süße, cremige Butter. Trauriger Tag. Ganz trauriger Tag. Aber da müssen wir durch. Und ihr auch. Nur Mut. Hören Sie, meine Damen, sollten Sie nicht eigentlich auf allen Vieren rumlaufen? Was für eine Frechheit. Sowas von unverschämt. Nein, 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 so war das doch nicht gemeint, wirklich nicht. Es ist bloß so, dass in meiner Welt... ach, vergessen Sie es. Tut mir wirklich leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Nun, jeder, der genug gute Manieren hat, um sich zu entschuldigen, ist in unserem Stall willkommen. Übrigens, ich heiße Mal. Und das hier ist Flachs. Meine Güte, wo habe ich bloß meine Manieren gelassen? Ich bin Margarine und das hier ist Polyester. Und diese Maschine da ist mein Freund und lebenslanger Partner Melktronic, der Turbo-Butterer. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sagt ich mich der Butterer sei defekt? Ja, gibt keinen Pieps mehr von sich, schon seit einiger Zeit. Oh, es ist schon eine Ewigkeit her, dass ich mal so richtig gut gemolken worden bin. Und wenn Sie es mir nicht verübeln, möchte ich hinzufügen, dass mein rosaroter, praller Euter dringend mal wieder ein kleines Schlürfi-Schlürfi vom guten alten Butti hier vertragen könnte. Ich glaube, das verüble ich doch. Wissen Sie, wir waren ein Team. Zusammen haben wir die süßeste, reinste Butter von ganz Niedlingen hergestellt. Ohne meinen Melkpartner bleiben mir nur meine Erinnerungen an milchigere Tage. Hören Sie, ist ja bestimmt schade um Mr. Saugmops hier. Aber es gibt im Leben schließlich noch Wichtigeres als Butter. Stimmt's nicht, Mal? Genau. Ich meine, Sie haben diesen kuscheligen kleinen Stall hier, in dem Sie leben und... So viel Heu, wie Sie nur wollen und Flachs. Haben wir schon diesen netten Stall erwähnt? Außerdem könnten Sie eine neue Karriere im Rindfleischgeschäft beginnen. Natürlich nur eine ganz kurze. Es ist nett, dass Sie uns aufmuntern wollen. Aber Butter ist mein Leben. Bis der Butterer wieder repariert ist, wird das Leben nicht mehr so sein wie früher. Also, was genau ist denn mit dem Butterer passiert? Ich fürchte, ich habe ihn ein wenig überstrapaziert. Ich mache doch wirklich für mein Leben gerne Butter. Gerade funktionierte er noch einwandfrei und im nächsten Augenblick springt so ein metallisches Dings da ab. Wir haben gesucht und gesucht, aber nichts gefunden. Wenn wir nur dieses Stück wiederfänden. Ohne Melktronik hat mein Leben keinen Sinn. Ach, wissen Sie, Margarine, dieser ganze Kram wie Sinn und Bedeutung, das wird alles leicht überbewertet. Fragen Sie doch bloß mal Flachs hier. Sein Leben ist völlig sinnlos und er genießt jeden Augenblick davon. Worauf Sie Ihre süßen Öhrchen verwetten können?
Wie ein angesehener, trickreichischer Philosoph einmal gesagt hat, wer in seinem Leben einen Sinn sucht, der... Was zum Hängen? Er wurde von einem führerlosen Eiscremewagen überfahren, bevor er sein letztes Werk ganz vollenden konnte. Aber für alle Trickreicher birgt sein sinnloser, vorzeitiger Tod eine tiefschürfende Weisheit. Ich weiß, was Sie versuchen, und ich danke Ihnen. Sie haben einen guten Charakter. Aber ich fürchte, für ein domestiziertes Rindvieh ist das Leben sinnentleert, wenn einem ein Beutel voller Milch sauer wird. Amen! Das Pferd wirkt irgendwie still. Lanob? Oh ja, Lanob ist anders. Anders? Sie wissen schon. Ein nettes Silo, aber kein Getreide drin, wenn Sie mich verstehen. Kein Körnchen. Getreide? Ich dachte, er wäre nur etwas zurückgeblieben oder so. Tut mir leid, meine Damen, aber Flachs ist anders. Er leidet an der Fuß-im-Mund-Seuche, wenn Sie mich verstehen. Hä? Bis später, meine Damen. Wir müssen jetzt Muhunter weiterziehen. Muhunter? Mitgekriegt? Das war ein ausgesprochen schwacher Gag. Machen die sich über uns lustig? Natürlich nicht, Polyester. Sie sind doch unsere Freunde. Puh, bei Sprüchen wie dem fühle ich mich immer, als wäre ich nur ein Meter groß. Du bist nur ein Meter groß. Cool. Einen Augenblick lang hatte ich schon Angst, ich hätte ein Gewissen bekommen. Okay, dann gucken wir jetzt mal, ob wir mit Polyester auch nochmal quatschen können. Hallo, oder ob da dasselbe kommt. Ihr Jungs müsst doch durstig sein. Wie wäre es mit einem guten Schluck Milch? Nein! Danke. Was haben wir denn hier? Ach, das ist das Teil, was weggesprungen ist. Das war bestimmt eine Feder oder so. Hier haben Sie dieses metallene Dingsbums für Ihr Butterdings da immer noch nicht gefunden. Nein. Und wir haben wirklich überall gesucht. Entschuldige bitte meinen Mangel an technischem Fachwissen. Aber was genau ist der Unterschied zwischen einem Dingsbums und einem Dings da? Das würde ich auch mal gerne wissen. Au revoir, komisch aussehender Kerl mit dem winzigen lila Freund. Okay, wir gucken mal, ob Lennop wer ist denn auch hier mit uns quatschen kann. Er oder wir? Oder heißt das er oder wir? Und da sagen die Leute immer, man solle das Denken den Pferden überlassen. Die hätten den größeren Kopf. Stimmt, aber nur Stroh drin. Okay, anscheinend kann man mit Lennop nicht quatschen. Was ist denn hier? Dünger. Da stecke ich meine Hand Zeig mal. Rein. Okay, habe ich irgendwas, was ich benutzen könnte? Ah, wir haben hier doch diesen Krug bekommen. Probieren wir mal. Oh, oh. Ich schätze, da brauchen wir etwas, das weniger leckt. Okay. Gucken wir uns mal noch den Butterer an. Dass das Ding kaputt ist. Ja, glaube ich auch. Haben wir hier noch was? Ich glaube nicht, Heu. Dass ich da oben irgendwas finden würde. Heuhaufen. Das ist doch zwecklos. Ich glaube nicht daran, dass man irgendwas findet, indem man einfach einen Heuhaufen durchstöbert. Vielleicht finden wir eine Nadel. Was könnte man hier noch benutzen? Eigentlich eher nichts. Okay, wir gehen mal hier wieder raus. Kann man hier auch noch lang? Ja, hier geht's auch noch lang. Gehen wir mal den Weg. Hier unten. Oh, ein aggressives Eichhörnchen haben wir hier. Wir haben Eicheln. Was gibt's denn hier noch? Hier geht's noch nach hinten. Hier ist eine Tür. Okay, das wird dann seine Wohnungstür sein. Und was haben wir da? Pfefferschote. Okay, wir gucken uns mal den Nager an. Ja, das ist wahr. Gehen wir mal hier auf die Wegzweigung.
Pfefferbusch. Das ist eine Niedlinger Pfefferpflanze. Lateinisch Pfefferium Süßum ad Cotzem. Dornbusch. Ein echter Übellander Dornenstrauch. Bussus Dornius et Aucis. Ich kann die Pfefferschote nicht pflücken, solange mir dieser Dornbusch im Weg steht. Ja, das ist mir schon klar. Okay, wir gucken uns mal die Tür an hier. Des Eichhörnchens. Ja. Blitzbirne. Das weiß ich auch. Ich glaube nicht, dass mir das Eichhörnchen das erlaubt. Okay, soll ich nach hinten gehen oder hier rüber? Ich gehe erst hier lang. Hier sieht's aber finster aus. Okay, ich gehe erst den anderen Weg. Ich fühle mich noch nicht zu bereit, diesen Weg hier lang zu gehen. Ich will erstmal hier die schöne Seite genießen. Sieh mal hier. Das ist das Trickreich. Da wohne ich. Das ist eine Schwebebahn. Okay. Und die wird von einem Elefanten angetrieben. Auch geil. Was haben wir denn hier? Wir gucken erstmal die Bahn an. Das ist die lächerlichste Konstruktion, die ich je gesehen habe. Natürlich ist sie das. Das ist die Trickreichbahn. Also ich finde ja eigentlich, dass sie geil aussieht. Man sieht mal schon mal einen Elefant auf dem Laufband. Jumbo. Was gibt's da oben? Außer Höhenluft natürlich. Okay, wir benutzen die einfach mal. Sieht aus wie eine Gangschaltung. Mhm. Dann drücken wir die mal nach vorne. Was passiert? Armer Vogel. Ins Trickreich. Ach so, okay, dann hier. Und was ist da? Bahn verlassen? Die Schaltung steht im Leerlauf. Schalthebel. Ja, dann klicken wir mal nach vorne. So kommen wir nirgendwo hin. Naja, technisch gesehen sind wir ja schon irgendwo. Aber ich schätze, das war nicht das irgendwo, an das du gedacht hast. Okay. Offensichtlich muss man was bezahlen. Vielleicht eine Erdnuss oder sowas? Hand. Okay. Ich habe aber keine Erdnuss. Ich habe aber eine Maus. Und Elefanten erschrecken vor Mäusen. Ich probiere das mal. Mal schauen, ob es funktioniert. Eine bewusstlose Maus ist nicht besonders furchterregend. Da ist wohl was dran. Okay, dann gib mir meine Maus wieder. Gib mir meine Maus wieder. Das ist die lächerlichste Konstruktion, die ich je gesehen habe. Natürlich ist sie das. Das ist die Trickreichbahn. Diese Bahn hat die Hände bereits randvoll. Ja, aber wie kriege ich denn die Maus wieder? Oder ist es eigentlich hier schon richtig? Ich muss nur die... Eine Hand mit einer betäubten Maus. An die Maus wiederkommen. Ist uns nichts zu tun, ne? Ich glaube, der Elefant redet nicht sehr viel. Ja, das glaube ich auch. Okay, dann müssen wir doch erst diesen Waldweg hier entlang gehen. Weg.
Oh, das sieht so gruselig aus. Okay, wir können da lang oder wir können da lang. Ich glaube, ich gehe erst unten lang. Wow. Ui. Einen schönen bunten Tag dir. Hallo. Ein herrlicher Tag für einen Spaliergang, nicht wahr? GB Wolf, zu Ihrem Dienstag. GB? GB. Abkürzung für großer Böser. Einprägsam. Und so praktisch. An großer Böser verstaucht man sich ja den Kiefer. Noch so ein Spruch, mein Freund, und du lernst meine Kiefer kennen. Mit wem habe ich das Vergnügen der Konservation? Ich heiße Mal Block und das da ist Flachs W. Wild. Freue mich, Sie zu treffen. Tja, sehr nett hier. Aber wir müssen wieder los. Wer wird es denn gleich so eisig haben, Jungs? Ihr könntet mir einen kleinen Gefallen tun. Ich habe heute Abend Gäste zu einem festlichen Dünger eingeladen. Und ich bräuchte dringend noch eine Tasche guten Wein dazu. Ohne mein abendliches Gläschen Vivaldi bin ich immer so leicht spreizbar. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ja, ich könnte ab und zu selber etwas weniger spreizbar sein. Kenne ich genau. Ihre Meile kam völlig klar an, Mr. Wolf. Bitte nennt mich GB. Ich besteche drauf. In Ordnung, GB. Wir werden die Augen nach etwas Wein offen halten. Entschuldigung, meine Freunde, aber da gab es wohl einen kleinen Überdrahtungsfehler. Wisst ihr, ich habe euch nicht gebeten, dass ihr die Augen offen haltet. Ich habe euch gesagt, ihr bringt mir gefährlichst eine Tasche Wein oder ihr kommt nicht klebend durch diesen Wald. Okay. Gut, gut, gut. So lasst mich euch beiden Glück wünschen und viel Erfolg auf eurem gefälligen Missionar. Das ist wirklich sehr großzügig, Jimmy. Natürlich. Alles an mir ist groß. Das ist ja komisch. Gerade dachte ich noch, warum hat dieser Wolf so große Augen? Damit ich besser sehen kann, dass ihr immer noch keinen Wein beschlafft habt. Haut ab! Sofort! Ciao. Okay, JB Wolf. Der gefällt mir. Der ist echt geil. Nicht schlecht. Vor allem noch mit Elvis Tolle hier. Geil. Das ist richtig geil. Okay. Okay, ich habe nichts zu trinken. Und ich komme hier nicht vorbei. Definitiv nicht. Ein echter Übellander Dornenstrauch. Buschus Dornius et Aucis. Okay, wir gehen mal da zurück. Gab's noch einen anderen Weg? Ich glaube nicht. Fluffy ist immer noch am Rumheulen. Okay. Ich brauche einen Wein. Gucken wir mal noch mal im Pub nach. Wir quatschen mal noch mal mit dem Barkeeper, mal gucken, Tag, was geht. Hellemal, mein Herr. Hellemal, predige Tag auch, mein Herr. Oh Mann, wie ich es hasse, wenn Leute sich einschleimen wollen. Besonders bei Milcherzeugnissen. Und wie geht es unserem wunderbaren Freund Van Dag? Predige Tag, Hellemal. Und so. Dank, wunderbar das Wetter, nicht wahr? Okay, Hier kann man nicht wirklich mit dem... Eigentlich wollte ich ja nur noch mal diesen wunderbaren Mischer... Oder sowas quatschen. Danke, tschüss. Adios. Ich brauche einen Wein. Das wäre ganz fein. So.
Wo könnte ich einen Wein herkriegen? Das ist ein Kostümverleih bestimmt nicht. Bäckerei? Nee, glaube ich auch nicht. Ich geh nochmal in den Palast. Wenn ich diesen Schrank hier aufbekommen würde. Was habe ich denn hier? Ein Fisch. Ein Fisch. Ich probiere es einfach mal. Nö. Geht nicht. Jack in the Box. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Quatsch nochmal mit dem Erfinder. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Wie hieß er denn? Wirrwarr, genau. Eureka, ein weiterer Durchbruch. Hallo, Wirrwarr. Wer ist dieser Wirrwarr? Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich kann ihm ums Verrecken kein Gesicht zuordnen. Er ist du. Wer ist wer? Du bist Wirrwarr. Ach ja, natürlich, ich bin ja Wirrwarr. Hödihö, habt ihr zwei Schnabeltassen vergessen, wer ich bin? Stöhn. Seufz. Stöhn, seufz. Ah, guck mal, kannst du uns sonst noch etwas über unseren Auftrag erzählen? Oh, hätte ich fast vergessen. Ich will euch ja keine Angst machen, aber es existiert eine entfernte Möglichkeit, dass Widerlus eure Einmischung in diese ganze Geschichte als leicht irritierend empfindet. Ha, ha, ha. Das ist ja so, als bezeichne man Cyanid als unbekömmlich. Tja, vielleicht. Aber da er nur selten sein Schloss verlässt, dürfte er kaum ein Problem darstellen. Aber König Nick wollte trotzdem, dass ich euch warne. Und zwar vor diesen dreien. Feedback, Goggles und Lagnat. Oh, die Schläger vom Widerlus. Schlecht, ganz schlecht. Genau. Wir werden unser Bestes tun, ihnen auszuweichen. Die sehen jetzt aber nicht so schlimm aus. Eher lustig. Okay, wir haben eine neue Auswahlmöglichkeit. Was haben wir denn hier? Mit dem Nilifizierer? Oh, nein, nein, nein. Der läuft auf keinen Fall, bevor er nicht fertig ist. Davon red ich doch. Sind wir denn nahe dran? Nahe? Klar, der steht doch da drüben. Ah, prima. Können wir ihn uns mal ansehen? Aber sicher. Die neuen Bauteile werden also einfach in die Öffnungen rund um die Steuerung des Nidifizierers eingesetzt? Ja, stimmt. Wenn man alle Bauteile installiert hat, drückt man einfach auf den großen roten Knopf, um die Maschine anzuwerfen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, wird uns der Computer Bescheid sagen. Okay. Hier haben wir den Knopf, den Button. Okay, hier können wir die Sachen einsetzen. Ein Fisch. Gucken wir mal, was passt denn hier zu einem Fisch? Vielleicht das Salz? Vergesst eure Sachen nicht! Eureka, ein weiterer... Wartet auf mich! Ich stecke nur gerade wieder die Bauteile zurück. Bitte! Okay. Was haben wir noch? Wir haben einen Krug, wir haben Klaviertasten, Jack in the Box und eine Kette. Ach, da unten ist ein Wal. Okay, da könnte ich den Fisch einsetzen, das passt besser. Kann ich das hier rausnehmen? Ah ja. Okay. Passen hier irgendwie Klaviertasten? Routen? Irgendwie nicht, ne? Check in the Box. Könnte zu Spiele passen. Drücken wir mal den Knopf.
Wir können die Maschine ja gar nicht testen, bevor nicht alle 12 Bauteile installiert sind. Ach so. Okay, na gut. Vergesst eure Sachen nicht. Nein, so nicht. Forschung. Ach so, die nehme ich immer automatisch mit. Okay. Ich habe gedacht, hallo, die Dürber. Bleiben dann da platziert. Ah, meine strengst geheimsten Helfer sind wieder da. Ach, muss er uns immer so nennen? Okay, wir waren noch nicht fertig mit dem Quatschen. Wir quatschen. Vor kurzem hast du uns ein Bild von Widerlutz Schlägern gezeigt. Hab ich? Oh Gott, ich hoffe, ich habe euch keine Angst gemacht damit. Also eigentlich wollten wir dich bitten, ob wir es nochmal sehen können. Nochmal? Naja, von mir aus gut, wenn ihr unbedingt wollt. Hier sind sie. Okay. Goggles und Lagnat. Und dazu noch ein guter Rat. Geht ihnen um jeden Preis aus dem Weg. Zäh, und wir wollten doch glatt eine Party für sie schmeißen. Oh, das wäre unklug. Sehr unklug. Naja, aber der gute Wille zählt ja auch schon etwas. Genau. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier weiterkomme mit dem Gequatsche. Ich suche noch ein paar Teile für den Nidlifizierer. Mach du so lange ruhig weiter mit, mit dem, was du so machst. Okay. Zweifellos eine weitere sinnige Erfindung des Hoferfinders. Na, ich weiß nicht, ob das so unsinnig ist. Aber das Ding hat ja ein Leck. Also es passt nicht so ganz. Ja, du hast immer einen Durchbruch. Ich brauche Wein. Wo kriege ich Wein her zum Geier? In den Thronsaal komme ich nicht rein. Ich glaube, hier war aber auch nichts drin. Wir haben hier noch diese Gießkanne. Aber da muss ich was draufstellen, damit das als Gegengewicht wieder ist. Habe ich irgendwas, was ich tauschen könnte? Ich probiere mal diesen Krug. Perfekt. Ja, wunderbar. Wunderprächtig. Okay, wir haben eine Gießkanne. Ist doch schon mal was. Okay, wir gehen nochmal in die Scheune. Denn da war der Dünger. Und jetzt habe ich ein Gefäß, das nicht leckt. Und ich hoffe, dass das richtig ist. Die Frage ist nur, was mache ich mit dem Dünger? Wir nehmen die Gießkanne. Und probieren es einfach mal. Bah, pfui. Okay, funktioniert. Aber was soll ich jetzt damit machen? In den Butterer? Magatrine. Kann man es in den Beutel? Ja, kann man. Okay, wir gehen mal raus. Und wir gehen mal dahin. Und vielleicht kann ich die Wiese von Fluffy wieder zum Blühen bringen. Vielleicht. Ich weiß es nicht, ob das da was bringt. Was soll ich sonst mit dem Dünger tun? Überlierung. Scheint nichts zu bringen. Okay, der Dünger scheint hier nichts zu bringen. Wofür könnte noch der Dünger sein? Hier ist ein Maiskolben. Nehmen wir uns mal den Maiskolben. Das kann niemandem schaden, wenn ich mir einen Kolben nehme. Genau. Nimm dir mal einen. Wofür könnte dieser Dünger sein?
Vielleicht für diesen Pfefferbusch? Gucken wir mal. Meinst du, ich sollte die Pfefferpflanze ein wenig düngen? Nö. Sieht schon so ziemlich gesund aus. Okay, gesund. Was sieht denn ungesund aus? Sieht schon so gesund genug aus. Ja. Also muss ich irgendwas düngen, was nicht mehr so gesund aussieht. Aber irgendwie sehe ich doch nichts. Was könnte ich hier benutzen, um vielleicht an die Nüsse da ranzukommen? Ich glaube aber nicht, dass wir den Dünger dem Wolf geben können. Der ist nicht so blöd und denkt, das wäre ein Wein. Ich guck nochmal hier. Ach, guck mal hier, das ist eine Erdnuss. Ich schätze, diese Nuss darf noch längst nicht jeder anfassen. Da steckt ja schon eine Erdnuss. Eine Hand mit einer betäubten Maus. Ich fürchte, der gute alte Erschrecke einen Elefanten mit einer kleinen Maustrick funktioniert mit einer ohnmächtigen Maus nicht richtig. Ja, ja, ist schon klar. Aber wie kriege ich die wach? Wie kriege ich diese Maus wach? Diese Bahn hat die Hände bereits randvoll. Diese Bahn hat die Hände bereits randvoll. Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und gucke ich mal, wie ich diese Maus wieder lebendig nicht, aber wieder wach kriege. Denn ich komme hier gerade nicht weiter. Okay, also dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Toonstruck. Bis dahin, bye bye.